Das ist eine Frage, die insgesamt zusammenhängt mit Ihrem Blick und Ihrem Verständnis der nationalen Frage, die damals in der Arbeiterbewegung an der Wende des 19., 20. Jahrhunderts eine Rolle spielte, aber unterschiedlich ausgebildet war. Sie spielte eine sehr große Rolle zum Beispiel in der österreichischen Arbeiterbewegung, eine geringere Rolle in der deutschen Arbeiterbewegung. Und Rosa Luxemburg kam aus dem Zarenreich, war verbunden mit der polnischen Arbeiterbewegung im Zarenreich und damit war sie automatisch auch drinne in diesen Diskussionen um die nationale Frage. Was das Besondere ist, Rosa Luxemburg hielt im Prinzip den Prozess der Ausbildung von Nationalstaaten mit der deutschen Einigung Ende des 19. Jahrhunderts und mit der italienischen Einigung kurz zuvor für beendet. Und sie machte einen Bogen auf, eine Perspektive auf, wo sie sagte, der Nationalstaat müsse überwunden werden. Und sie sah im Weg zum Sozialismus das beste Mittel, um aus den Zwängen eines Nationalstaates herauszukommen. Und im Grunde genommen führt das ein bisschen in die Richtung, die wir dann erst am Ende des 20. Jahrhunderts richtig einschätzen können, nämlich die Ausbildung so etwas wie eine Europäische Union auf unserem alten Kontinent. Auf eine Lösung, die zunächst einmal die ganze Frage des Hineinkommens in Prozesse in den Vordergrund rückt, die dann in den Sozialismus gehen, die also aus dieser alten kapitalistischen Gesellschaft herausgehen, aus den Zwängen, das, was ich bereits gesagt habe. Und da war für sie wichtig, dass möglichst viele zusammengehen und sich nicht teilen lassen, entsprechend ethnischer Linien oder nationaler Linien. Und da fing sie an, einen sehr scharfen, entschiedenen Kampf zu machen mit jedem Nationalismus. Und man muss natürlich heute sagen, dass sie diesen Nationalismus auch aufspürte oder aufzuspüren und glaubte im Rahmen der Arbeiterbewegung, der europäischen Arbeiterbewegung. Hier zog sie sozusagen eine Linie, die sie fast zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit in der europäischen Arbeiterbewegung zu dieser Zeit machte. Vielleicht ist exemplarisch, dass sie jemand war, der gleichermaßen sehr entschieden gegen den Militarismus kämpfte und sehr entschieden darauf hinwies, dass das, wenn es schief geht, in einen großen europäischen Krieg münden wird. Und gleichzeitig war sie davon überzeugt, dass die europäische Arbeiterbewegung so stark sei, dass sie einen solchen europäischen, sprich Weltkrieg, verhindern werde. Und da hat sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und das zeigt schon ein bisschen auch die Probleme, die Kritik, die man an dieser Lösung, die sie bevorzugt hat, anbringen kann. Das ist eine hochinteressante Frage, eine sehr spannende Frage. Vielleicht kann man ihr das gar nicht vorwerfen, weil viele Dinge erst nach dem Ersten Weltkrieg und nach der Bestandsaufnahme dieses Ersten Weltkrieges sozusagen in den Fokus rückten. Eine große Frage ist dabei ihr Verständnis von Klassenbewusstsein. Also sie war meines Erachtens dort sehr verkürzend, hat geglaubt und gedacht, dass Arbeiter, Arbeitermassen, und sie verstand darunter vor allem das Industrieproletariat darunter, wenn sie also ihre Interessen aufgreifen und begreifen, welche ihre Interessen sind und die durchgefochten werden müssen in der Gesellschaft, fast automatisch auf ein sehr hohes Klassenbewusstsein aufsteigen. Und in diesem Klassenbewusstsein, so wie sie es verstand, hatte Nationalismus und hatten nationale Fragen kaum noch einen Platz. Wiewohl sie, und das ist wieder eines der Paradoxe, sehr viele einzelne Fragen, zum Beispiel innerhalb des Zarenreiches, also des Russischen Reiches, sehr genau und sehr präzise zu beschreiben, also beschreiben konnte. Zum Beispiel in der Arbeit 1908, 1909 geschrieben über die Nationalitätenfrage und die Autonomie. Ich würde sagen, dass sie viele Prozesse etwas verkürzt gesehen hat, die dann nach dem Ersten Weltkrieg bei verschiedenen marxistischen Denkern, zum Beispiel bei Georg Lukács, ausgebildet wurden überhaupt bezüglich des Klassenbewusstseins. Und wir wissen aus der Erfahrung des 20. Jahrhunderts, dass man da sehr viel nüchterner herangehen muss und dass es nicht automatisch so ist, dass also aus dem Verfolgen von Klasseninteressen auch ein gleichzeitig stabiles, hohes Klassenbewusstsein erfolgen wird.